Leute, was geht ab? Ich hatte irgendwie Bock jetzt, war, ich weiß nicht, wie von What? Hallo, willkommen auf diesem Kanal. Heute möchte ich über einen meiner Lieblingsanime sprechen, nämlich Dororo. Ich weiß nicht, ob ihr den Anime kennt. Ich werde auf jeden Fall eine kurze Zusammenfassung machen. Ich werde nicht spoilern, also ihr könnt danach gerne reinschauen. Und ja, ich würde mal sagen, let's go. In Dororo geht es um einen Jungen. Ja, okay, halt, stopp. In Dororo geht es um einen Jungen und der ist verflucht. Sein Vater hat ihn sozusagen verkauft an die Götter. Sein Vater hat nämlich gesagt, jo, liebe Götter, macht bitte mein Land richtig reich, krass und erfolgreich und ich gebe euch alles, was ihr wollt. Scheiß drauf, was es ist, ich gebe euch alles. Hört mich an, wenn ihr mein Fürstentum von nun an beschützt und mir zur Macht über das ganze Land verhelft. Dann werdet ihr von mir bekommen, was ihr wollt. Und die Götter haben den Sohn mehr oder weniger komplett genommen. Die haben seine Arme genommen, die haben seine Haut genommen, die haben seine Stimme genommen, die haben seinen Geruchssinn genommen, sein Hörvermögen, sein Sehvermögen. Geschmack, habe ich schon gesagt, er kann nichts fühlen. Nur seine Seele ist sozusagen noch da durch so ein Amulett-Dings, Statuen-Dings. Seine Seele hat noch in diesem Fleischklumpen, kann man seinen Körper eigentlich bezeichnen, geblieben. Und das war sein Start ins Leben. Sein Vater wollte ihn umbringen lassen. Doch durch Zufälle überlebt er. Das ist Shikamaru, das ist der Hauptcharakter. Also er schafft's, er wird erwachsen oder was heißt erwachsen? 15, 16, 70, weiß nicht, wie alt genau ist, aber er ist auf jeden Fall kein Baby mehr. Der wird aufgenommen von einem Puppenmacher, ja, und er findet raus, dass wenn er gegen Dämonen kämpft, gegen böse Geister, kann er sich Schritt für Schritt seine Körperteile und seine Sinne zurückholen. Es klingt wie ein stumpfsinniger Kampf-Anime, ist es aber nicht. Viele bezeichnen ihn als den besten Rache-Anime. Ich weiß gar nicht, ob das wirklich Rache ist oder ob die Rache nicht auch erst kommt. Für mich kam sie erst. Für mich ging es eher darum, so seine Menschlichkeit zurückzuerlangen. Es kommt noch ein Charakter hinzu, Dororo, und dieser Charakter begleitet Shikamaru über seine Reise hinweg. Der Anime bedeutet mir persönlich sehr viel. Ich habe den nämlich geschaut, als ich krank war. Ich weiß gar nicht mehr, was ich hatte, aber ich habe den super schnell durchgebinged und habe ihn seitdem immer wieder angeschaut. Und ich finde ihn echt die perfekte Kombination aus Düsternis und aber auch Action. Und für mich bedeutet die Geschichte einfach dieses, wie viel nehme ich von meinem Recht Gebrauch, auch wenn ich weiß, dass andere dadurch leiden. Weil das Ding ist, dadurch, dass Shikamaru immer mehr von seinen Körperteilen seinen Sinn wiederbekommt, geht es dem Land seines Vaters immer schlechter. Und es ist halt so diese Sache, wie würde ich reagieren? Also, was bin ich wert und was ist das Leben anderer wert irgendwie? Also, so habe ich es interpretiert einfach, weil man sieht halt wirklich die schrecklichen Umstände, wie es den anderen Ländern geht, wie es dem Land des Vaters geht, wie es dem schlechter geht. Und man sieht aber auch, dass Shikamaru immer mehr seine Sinne wiederbekommt, wie es ihm damit geht, was er, also was richtig krass ist, sobald er einen neuen Sinn hat, ist es auch ganz oft erstmal Überforderung bei ihm. Also, dass es ihm zu hell ist zum Beispiel oder dass es ihm zu laut ist, weil er endlich hören kann. Und das finde ich sehr, sehr gut dargestellt, weil ich mir das voll gut vorstellen kann, dass es wirklich so wäre. Irgendwie krass, weil ich dann wirklich überlegt habe ganz oft, dass ich gedacht habe, ja, aber jetzt kann er doch aufhören, weil er hat ja jetzt schon, er hat ja seine Arme und Beine wieder. Warum muss er denn? Und dann denke ich mir so, was ist das meine Aufgabe, darüber zu urteilen? Das ist ja jedem und jeder ihre Entscheidung. Aber gleichzeitig habe ich halt für mich so meinen Value überlegt, wo ich stoppen würde. Und das fand ich irgendwie einen sehr, sehr geilen Aspekt an dem Anime, dass man danach noch irgendwie so drüber nachgedacht hat. Also so ging es mir zumindest. Und ich finde auch die Charakterdesigns richtig, richtig schön. Nur die Charakter. Ich mag, wie es aussieht. Ich mag irgendwie die Stimmung in dem Anime. Auch eigentlich, weil ich immer dachte, so ältere Settings sind nicht so meins. Das stimmt überhaupt nicht. Mir hat es sehr, sehr gut gefallen. Die Musik ist toll. Ich liebe das Intro. Ich mag Shikamaru, wie er aussieht. Ich mag aber auch Dororo extrem gern. Ich mag die Dynamik zwischen den beiden. Ich finde, ein großes Shoutout an diesen Anime. Mir gefällt er extrem gut. Also sollte auch. Ich habe ein Arm-Tattoo von Shikamaru. Das war mein erstes größere, nee, stimmt nicht, Mikasa war noch vorher. Aber das war für mich auch ein großer Schritt, weil ich so meinen Arm tätowiert habe, was vorher war nur so Kleinigkeiten, so Effie und Finn stehen ja da oder der Dragon Ball und das ist so das erste größere gewesen und ich bereue es gar nicht. Ich finde den Anime nach wie vor richtig, richtig gut und mir bedeutet der
Echt was? Wow. Deswegen kann ich sie jedem empfehlen. Den gibt es bei Amazon Prime umsonst, also japanisch mit Untertitel. Ja, wie viele Folgen hat er denn? Warte, das muss ich natürlich nur nachgucken. Dororo. Der Anime hat 24 Folgen, also geht sehr, sehr schnell durchzubingen. Ist von Studio MAPPA, also da könnt ihr was Gutes erwarten. Original, der Manga ist von Osamu Tetsuya. Also viele sagen zu ihm, er ist ja so der Schöpfer von Manga und Anime irgendwie. Der Anime ist aber neu gemacht. Also der ist jetzt von 2019, glaube ich. 2018, irgendwie sowas in dem Dreh. Ich finde den extrem gut. Auch wenn man da nicht was Tieferes reininterpretieren möchte wie ich, finde ich es auch einfach actionreich und spannend. Und er sieht halt wirklich cool aus, weil das ist dieser Charakter, der keine Arme hat und der halt seine Schwerter drin stecken. Und allein das sieht schon mal extrem cool aus mit den langen Haaren und so. Ja, den Manga kann ich bisher nicht empfehlen oder ich weiß gar nicht, ob ich ihn fertig habe. Den neueren Manga, den gibt es nur auf Englisch und ich finde, da ist Shakumaru irgendwie ein bisschen aggro und egoistisch dargestellt. Ich weiß gar nicht mehr, wie weit ich gelesen habe, aber ist auch schon, ich glaube, ein paar Jährchen her, wo ich den gelesen habe. 2 Jahre oder so, keine Ahnung. So, habt ihr Dororo geschaut? Mögt ihr solche Formate, wo ich einfach nur so von meinen Highlights spreche? Wenn ja, dann sagt mir gerne Bescheid. Und falls ihr es gesehen habt, sagt mir auch gerne Bescheid. Ja, das war's schon. Ich wünsche euch den besten Tag und ich bin jetzt raus und tschüss. Meine süße Effi ist übrigens krank, aber ihr geht's schon besser. Da hinten liegt sie und chillt sie. Sie ist die tapferste kleine Maus. Auch vom Arzt wurde sie gelobt, dass sie super tapfer ist. Ich bin ganz stolz. Das ist mein ganzer Stolz, dieser kleine Chihuahua. So viel dazu.